Seenluft 24, der Tag. Ich begrüße Sie zu den Nachrichten heute vom 4. November. 275 Jahre Schlosskirche Lauchhammer. Dieses Jubiläum hat die Kunstgussstadt am Reformationstag gefeiert. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Blechbläserquintett Harmonik Brass aus München. Gestiftet wurde das Haus 1746 durch Freifrau von Löwendahl für die Einwohner von Schlossbezirk und Gut. Errichtet wurde die Kirche vermutlich von Julius Heinrich Schwarze, dem Erbauer des Koselpalais in Dresden. Ein 2004 gegründeter Förderverein kümmert sich um den Erhalt der Schlosskirche. Eine von ihm initiierte Spendenaktion ermöglichte 2019/20 auch den Einbau einer neuen Orgel. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Südbrandenburg steigt und steigt. Am ärgsten betroffen ist nach aktuellen Erhebungen die Elbe-Elster-Region. Im Land Brandenburg gab es von Mittwoch zu Donnerstag über 1300 neue bestätigte Corona-Fälle. Von den über 220 stationär behandelten Patienten lagen 47 wegen Covid-19 auf einer Intensivstation. Davon wurden 42 beatmet. Den deutlichsten Anstieg im Tagesvergleich gab es im Kreis Elbe-Elster. Dort kletterte die Inzidenz von knapp 290 auf etwa 375. In Spree-Neiße waren es 230. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz meldete einen Anstieg um 5,5 Punkte auf 197,4. Im Klinikum Niederlausitz wurden 6 Personen stationär behandelt. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz und der sorbisch-wendische Dachverband Domowina wollen enger zusammenarbeiten. So sollen die sorbische Sprache und Kultur als besonderes Merkmal der Region gestärkt werden. Das ist Ergebnis eines Gesprächs zwischen Kreisverwaltung und Domowina-Vorstand. Ein weiteres Thema war unter anderem der Strukturwandel. Die Region benötige verlässliche Rahmenbedingungen, damit auf dem Weg des Kohleausstiegs Bevölkerung und mittelständische Unternehmen nicht unnötig verunsichert würden. Domowina Regionalsprecherin Heike Apel wünschte sich zudem eine enge Kooperation in der Jugendarbeit. Schulen und Kindergärten können mit mobilen Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden. Voraussetzung dafür ist ein entsprechender Antrag des Trägers der Einrichtung an das Bildungsministerium. Möglich ist das bis zum 24. November. Gedacht sind die Geräte für Räume mit eingeschränkten Lüftungsmöglichkeiten. Dazu zählen ausschließlich kippbare Fenster oder zu kleine Lüftungsklappen. Das entsprechende Bundesprogramm bietet zudem keine flächendeckende, sondern eine gezielte Förderung für einzelne Räume. In Brandenburg stehen dafür knapp 13 Millionen Euro zur Verfügung. Und hier geht's jetzt weiter mit unseren Kurzmeldungen. Die KWG plant 2022 in Großrieschen Investitionen in Höhe von rund 3 Millionen Euro. Darüber verständigten sich Bürgermeister Thomas Zenker und KWG-Geschäftsführer Roland Osiander. Unter anderem werden die Sanierungen in der GEWOBA-Siedlung abgeschlossen und 2 Gebäude in der Wilhelm-Pieck-Straße abgerissen. Veranstalter von Weihnachtsmärkten sollten ihre Feste trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit Hygienekonzepten umsetzen. Das raten Brandenburgs Industrie- und Handelskammern. Zur Belebung der Innenstädte sollte es verkaufsoffene Sonntage auch dann geben, wenn beispielsweise ein Weihnachtsmarkt kurzfristig abgesagt werden muss, bitten die IHKs in einem Schreiben an die Landesregierung. Brandenburg-weit läuft derzeit ein Volksbegehren gegen Erschließungsbeiträge für sogenannte Sandpisten. Demnach sollen Anlieger bei einer Sanierung dann nicht zur Kasse gebeten werden, wenn die Wege bereits vor der Wiedervereinigung genutzt wurden. Unterschriftenlisten liegen doch bis Mitte April in den Rathäusern und Amtsverwaltungen aus. Die BTU Cottbus-Senftenberg entwickelt ein Lademanagementsystem für Elektroautos. Der Zuwachs dieser Fahrzeuge verschärfe die Herausforderungen für Stromnetzbetreiber, so Mai Kuprat, Wissenschaftler vom Fachgebiet Energieverteilung und Hochspannungstechnik. Viele Menschen würden ihre Autos nach Feierabend etwa zeitgleich aufladen und so die Stromnetze überlasten. Das neue Verfahren solle die Ladezeitpunkte in privaten Haushalten regeln, durch die Verteilung der Zeiten in die Nacht oder die frühen Morgenstunden. Soweit unsere Meldung. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Polizeibericht.
Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren am Mittwoch zwischen Frau Walde und Groß Thiemich im Einsatz. Dort waren ein PKW und ein Transporter zusammengestoßen. Beide Fahrer im Alter von 36 und 62 Jahren kamen verletzt in umliegende Krankenhäuser. Die Autos wurden bei Gesamtschäden von rund 40.000 Euro abgeschleppt. Die Straße war knapp 2,5 Stunden voll gesperrt. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Tettau und Lindenau ist Mittwochabend ein PKW mit einem Wolf zusammengestoßen. Das Tier überlebte den Unfall nicht. Am Auto entstanden Schäden von über rund 4.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Und das waren Sie, unsere Meldung für Sie. Hier gibt's jetzt noch den Wetterbericht. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Freitags fällt morgens Regen und die Temperatur liegt bei 7 Grad. Im weiteren Verlauf des Tages ist es mittags und auch abends teils wolkig, teils heiter bei Temperaturen von 6 bis 9 Grad. Am Samstag gibt es am Morgen eine Mischung aus Sonne und Wolken bei Werten von 6 Grad. Im Laufe des Mittags ist der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen und die Temperaturen erreichen 10 Grad. Abends bilden sich leichte Wolken bei Werten von 6 Grad. Und am Sonntag regnet es morgens bis zum Nachmittag bei Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad. Abends ziehen Wolkenfelder durch bei Werten von 7 bis zu 8 Grad. Böen können Geschwindigkeiten von 45 km/h erreichen.